Willkommen beim Tischtennis High Performance Lehrgang in Würzburg. Heute ist Freitag, alles ist vorbereitet für den Lehrgang. Heute haben wir nur eine Trainingseinheit, die geht dafür 3 Stunden lang, ist sehr intensiv, ein bisschen kennenlernen untereinander. Wir sehen, was brauchen die Spieler, wo können wir sie optimal unterstützen, ja, welches Niveau haben die auch ein bisschen. Wir haben ja verschiedene Teilnehmer auch und die TTR-Werte, das kennt ihr wahrscheinlich auch, stimmen nicht so ganz überein zwischen den Bundesländern. Da schauen wir ein bisschen, welches Niveau, wen können wir optimal unterstützen, wer passt zu welchem Trainer am besten. Und dann schauen wir einfach, wer passt am besten. Freitag ist so ein bisschen die Kennenlerneinheit, damit wir am Samstag und Sonntag wirklich intensiv durchstarten können. So, jetzt ist kurz nach 7. Wir gehen gleich in die Halle, bereiten das Frühstück noch vor. Es ist der zweite Tag gerade, Samstag. Dort steht dann wieder ein gesundes Frühstück an und dann auch eine Einheit. Wir haben am Tag normalerweise bei einem ganzen Tag immer 2 Trainingseinheiten und Samstag immer 2 Workshops und Sonntag 1 Workshop. Das ist sowas wie Tischtennistheorie. Da geht es dann um Themen wie die mentale Verfassung, um Taktik, um Mobilität und solche Dinge. Und vor allem auch, was mir ganz wichtig ist, dass jeder Spieler mit einem Plan herausgeht. Das heißt, er war hier 3 Tage und danach weiß er wirklich, was er machen soll, oder auch sie weiß, was sie machen soll, um dann wirklich ins Handeln zu kommen zu Hause, um dann auch wirklich Höchstleistungen erzielen zu können, sein eigenes Potenzial zu entfalten und, was ja vielen sehr am Herzen liegt, mehr TTR-Punkte zu bekommen. Wir sind motiviert, wie jeden Tag, das ganze Team, und ja, wir fahren jetzt wieder hin und sind bereit für den nächsten Tag. Wir haben hier Birchermüsli. Gestern haben wir Overnight Oats gehabt. Ein bisschen so Bananen und sowas. Die Müsli sind immer bei uns vegan, da wir auch vegane Spieler bei uns haben, vegane Teilnehmer, die sich ausschließlich vegan ernähren. Und hier drin zum Beispiel sind jetzt, also alles zuckerfrei auch, genauso wie das Frühstück gestern. Es sind Äpfel drin, Nüsse, Haferflocken vor allem, genau, ein bisschen Hafermilch und so weiter. Wir werden jetzt nicht unser geheimes Rezept hier verraten. Aber es ist ein sehr gesundes Frühstück. Es ist immer ganz wichtig, dass die Teilnehmer gesund in den Tag starten mit Energie. Und genau, das achten wir mal drauf, versuchen nur ein bisschen zu experimentieren beim Frühstück. Beim einen Lager machen wir das, beim anderen Lager machen wir das. Und versuchen da nach und nach die beste, ja, Mischung für alle Teilnehmer zu finden. Beim ersten High-Performance-Lager, den wir hatten, war das Frühstück so schlecht. Und jetzt wird es immer besser, immer besser. Wir dachten damals schon, es wäre gut, so alles wie es ist, aber wenn man zurückschaut, sieht man immer, okay, wie schlecht das eigentlich war. Und ich denke, wenn wir in 2 Jahren drauf schauen, sehen wir, das denken wir, okay, Frühstück ist gut. Und in 2 Jahren denken wir, was war das eigentlich? Und es ist immer schön zu sehen, dass man sich immer weiterentwickeln kann, wenn man vor allem zurückschaut, was sich da alles ergeben hat, ja, und was sich da verändert hat. Das ist immer eine spannende so Story, so ein Werdegang. Was ich immer ein bisschen schaue, ist, ich
Deswegen habe ich mir auch den letzten Blog schon ausgesucht. Ich will ein bisschen schauen, was bei euch so wichtig ist im Laufe des Lehrgangs. Deswegen auch immer ein bisschen das Feedback, was jetzt ihr auch öfters gesagt habt, ist, dass ihr ein bisschen praktische Tipps haben wollt, was ihr bei Mental machen könnt. Da versuche ich auch ein bisschen einzugehen und euch auch allen ein bisschen Plan an die Hand zu geben, was ihr in den nächsten Monaten machen könnt. Das werden wir dann individuell machen, damit ihr auch jetzt danach im Lehrgang nach Hause geht und wisst, was ihr wirklich machen müsst. Qi kommt aus dem Chinesischen und heißt so viel wie Energie, Lebensenergie, Prana oder wie auch immer. Und Zen Shin kommt aus dem Japanischen und heißt nach vorne. Immer, wenn ich Qi reinrufe, ruft ihr alle Zen Shin raus. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ihr das Zen Shin rausruft, dann macht ihr noch zwei Körperübungen dazu. Zen Shin. Häng deine Messlatte höher. Tut mir jetzt leid, wenn ich schon wieder, aber ich habe da vorhin so jemand bei der Angabe gesagt. Das waren keine 100%, apropos 100%. Qi! Zen Qi! Zen Qi! Jetzt haben wir den letzten Tag, hatten gerade noch Aufwärmen und Check-in. Was Check-in ist, das erfahrt ihr nur, wenn ihr zum Lehrgang kommt. Und jetzt spiele ich ein bisschen mit. Wir machen 10 Minuten einspielen, jetzt ist 10 Uhr. 10 Minuten einspielen und dann 20 Minuten Ausfall-Glücksschlag-Training. Und dann geht's los mit den ersten Übungen und Balleimer-Training. Entweder wenn der lang genug ist, dann eröffnen, also rausbeziehen, leicht eröffnen oder eben schupfen oder flippen. Alles in die Mitte auf den Körper, wenn ihr merkt, es steht schon so da. Immer hier dann ein bisschen weiter rüber, ja, dass ihr eben immer den Körper erwischt. Aber also die Mitte ein bisschen fixieren. Und dann nach der Mitte spielt ihr einen Ball in die Ecke, dann ist frei, okay? Das heißt, halblange Aufschlag in die Rückhand, eröffnen vom Rückhandspieler in die Mitte. Und in der Mitte zieht ihr dann ein Bein in die Ecke mit der Vorhand, dann ist frei. Ihr könnt zusammengehen, erstmal mit wem ihr wollt. Und je nachdem, wie die Punktedifferenz ist von den TDR-Punkten, hat derjenige Vorsprung. Das heißt, du hast 1700 und du hast 1300? 1280. Ja? Ja, ein bisschen weniger. 1200? 1280. Okay, dann hast du 5 Punkte Vorsprung. Okay? Wir machen ein ganz normales Auf- und Abstiegsspiel. Geht irgendwo hin und dann sage ich euch, wo oben und wo unten ist. Erst danach. Genau. Nikolai, würde ich sagen, hat auch 1700, weil du aus der Schweiz kommst. Hallo, ich bin der Philipp Ecker. Ich bin aus Österreich, aus Braunau, genau, Braunau am Inn. Auf dem Bojan aufmerksam geworden bin ich durch YouTube, Internet, Facebook, also Social Media. Und der Lehrgang ist super, hat mir sehr gut gefallen. Vom Lehrgang her, von allen Trainingslager, wo ich bisher war, habe ich hier am meisten gelernt. Also ich bin Furkan Çetin, komme aus Berlin, 16 Jahre alt. Mir hat der Lehrgang sehr gefallen. Und ich habe Bojan durch Instagram kennengelernt. Ich habe mich auch mal irgendwo eingetragen, sodass er mich dann anrufen kann, wenn mal ein Lehrgang stattfindet. Er wird dir definitiv verbessert. Also natürlich nicht direkt, weil man hier erstmal zum Beispiel am Balleimer die Anweisung kriegt, was man besser machen soll. Und dann die nächsten paar Monate dann halt alles umsetzen. Ich bin Nikolai und komme aus der Schweiz. Und ich bin wie viele andere auch über Instagram auf dieses Trainingswochenende gestoßen. Ich wollte immer schon mal teilnehmen und jetzt hat es endlich geklappt und es war wirklich super. Ich konnte mit vielen motivierten Leuten trainieren und es hat mich hoffentlich weitergebracht. Hallo, ich bin Jenny, bin auf den Lehrgang aufmerksam geworden durch meine Mama. Die hat mich angemeldet, aber ich bereue es keineswegs
und es war echt gut. Ich war das einzigste Mädchen, aber es ist schön, auch mit Jungs zu trainieren. Und das Essen hat alles passt und es war alles sehr gut organisiert, auch mit den Workshops. Hat alles sehr gut passt, sehr informativ und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja.